Willkommen hier wieder zurück bei Clash of Clans. Ich wollte euch eben noch den vergangenen Klankrieg zeigen. Jetzt läuft da wieder einer gegen die Russen. Ja, ich wollte noch eben die Kämpfe aus dem Krieg davor zeigen, den wir leider verloren haben. Aber wir sind Level 2. Klankriegs Level 2, super. Jetzt braucht man 1200. Das wird ein bisschen schwerer werden. Aber wir sind Level 2. Den haben wir ganz knapp verloren. Mit einem Stern. Das war richtig mies. Schade. Aber 80 EP. Das ist geil, finde ich. So, wo habe ich denn aufgehört, hier irgendwelche Angriffe zu zeigen? Ich weiß gar nicht, wo habe ich aufgehört. Wo habe ich aufgehört? Wo? Ich habe einen... Ja, guck mal, ich habe eine Niederlage, deswegen, ey. Oh. Gut, Reza hat doch mal angegriffen. Ja, genau, das habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Reza hat doch mal angegriffen. Guck mal, und dann hat man hier sogar alle Sterne geholt. Er kann es doch. Ja, aber leider nur einmal. Schade, das zweite Mal hätte uns echt gut getan, dass wir den einen Stern dann noch gekriegt hätten. Wäre gut. Jetzt habe ich mich mal aber momentan, jetzt bin ich auf ein kleines Risiko gegangen. Ich habe mal gesagt, okay, ich probiere jetzt mal aus 25 vs 25. Oh, guck mal, das ist schon fertig. 25 vs 25. Wie sieht das aus hier? Guck mal, jetzt kommt die Janine wieder daher und greift nochmal an. Ja, schade. Das, oh, guck mal. Hier sieht man, die macht das clever. Die macht da diese Dinger mit diesem Schadenzauber immer kaputt. Ich glaube, Janine, ich glaube, ich gucke mir da so eine Taktik bei dir ab. Weil diese Taktik, die ist ja ganz geil, finde ich. Und die könnte man auch gut fortführen, so. Mal die mit ihren Packers, geil. Ich will auch solche haben. Aber nö, gibt's ja nicht. Da hat man hier das Rathaus direkt. Ja. Leider die Luftabwehr da im Wege. Schade, schade. Aber dann gibt's ja noch einen Packer und so einen Typi, der das Rathaus kaputt macht mit dem Packer. Das war ja leider doof, aber zum Glück hat es ja noch ein so ein glorreicher Drache geschafft, hier durchzukommen und der konnte dann den Rest so ein bisschen alles kaputt machen. Da hatte man ein bisschen Glück dabei hier so, aber dann konnte man ja trotzdem die drei Sterne füllen dadurch. Zack. Sind die drei Sterne da. Das ist geil, aber das war wirklich knapp. Schade, schade. Ich zeige ja nochmal, wie die Angriffe waren. Reza hat seinen zweiten Angriff leider nicht genutzt, Philipp auch nicht. Das kann ich voll verstehen, weil, ja, ich meine, gut. Ja, mit Level 49 kannst du da nicht so viel ausrichten. Hier war es so, dass, ja gut, die haben ihre Angriffe... Guck mal, da sind auch drei Angriffe ungenutzt. Hier zwei. Ja, die haben aber mehr geholt als wir. Der Beste, also die Besten waren TS Gamer und Hensam. Und Janine war auch richtig geil vom Sterne holen. Sebi, ja. Mirko auch gut. Ja, super. Ja, das war cool. Ja. Und ich habe mein Dorf so ein bisschen ausgebaut. Hier die Mauern kaufe ich mir immer mal zwischendurch. Ja, toll. Warum kriege ich Barbaren? Ich wollte einen Drachen. Ich habe jetzt eine Hexe. Wie, ich habe jetzt eine Hexe? Oh, was kann die denn? Ist die toll oder nicht? Ich wollte jetzt eigentlich mal einen Drachen haben jetzt für meine Clanburg. Aber nö. Du kriegst eine Hexe. Super. Super. Na gut, dann teste ich die jetzt mal gleich aus. Ich habe kein Schild. Ich habe kein Schild. So. Nein, ach. So, ich teste die jetzt einfach mal. Hier bei Fico war. Fickt man da oder was soll das denn? So. Ich teste jetzt mal eine Hexe aus. Die ist Flug, ne? Super. Super. Okay. Ja, oh, die ist wirklich scheiße. Ja. Da ist ein Drache 1000 mal besser. Die ist wirklich scheiße. Ja.
Da habt ihr recht. So toll ist die nicht, wie ich hier gerade gesehen habe. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Die war heute an der Stelle ein bisschen kurz, weil ich nur ein paar Kämpfe gezeigt habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge hier bei Clash of Clans wieder.